Glück auf Scheiß aus dem Schacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Black Imus. Hier mal ein Team Deathmatch auf dem Pycheck, gespielt mit Abalista. Dabei hatte ich Hardliner, Leichtgewicht, Zähigkeit und Gewandtheit. Ist ein 26-8, erreiche auch mein Obi, also richtig geil, schaut sich auf jeden Fall mal an. Und das Ganze wurde erspielt in einem Abonnenten namens Rockstar Streams und da hat er halt einige Fragen und ich dachte, ich mache das für alle. Bevor er aber loslegen kann, hätte ich mal die Frage an ihn: Wie bist du eigentlich auf meinen Channel gekommen? Jo, hallo Blacky, die Frage war ja, wie ich auf deinen Kanal gekommen bin. Ich habe erstmal auf YouTube Sniperman-Tags gesucht, du warst natürlich ganz oben. Dann bin ich erstmal auf das Video gegangen, habe ich gesehen, okay, der kommentiert gut, seine Montags sind gut, der sniped gut. Erstmal ein Abo da lassen. Dann habe ich seine Videos alle weiterhin verfolgt und ihn erstmal auf Xbox gesucht, weil da er ein Xbox-Spieler ist, habe ich ihn angeschrieben, ob wir zusammen zocken können und er erstmal, ja, können wir. Ja, ist auf jeden Fall nice, dass du das gemacht hast. Hat mich auf jeden Fall riesig gefreut, nicht nur über das Abo, sondern auch, dass du mich angeschrieben hast. Also für alle Leute, die das Video sehen und auch mal gerne eine Runde mit mir zocken wollen, schreibt mich einfach an, ich weiß nicht. Ich denke, da kommen wir bestimmt mal zu irgendeinem geilen Gameplay zusammen. Vielleicht wird es dann auch was für YouTube, müssen wir mal sehen. Und ich weiß, du hast einige Fragen an mich, also schieß da einfach mal los. Okay, meine erste Frage ist, wie war es, als du deinen ersten Abonnenten auf YouTube bekommen hast? Also es war eigentlich ganz lustig, weil mein erster Abonnent mein Bruder war. Aber ich habe am Tag bestimmt 20 Mal die Seite aktualisiert und habe mich natürlich immer riesig gefreut, wenn irgendein Kommentar da war oder ein Abo. Also es war schon echt geiles Gefühl und ich mache es auch eigentlich immer noch. Also wie gesagt, ich bin am Tag bestimmt 20 Mal auf der Seite und gucke halt, ob irgendjemand was da gelassen hat, weil es halt immer wieder ein tolles Gefühl ist. Okay, kann man aber auch verstehen beim YouTuber. Was ist dein Ziel, was du auf YouTube erreichen willst? Ja, also da habe ich mir eigentlich noch gar nicht so einen Kopf drüber gemacht, was mein Ziel ist. Ich habe das eigentlich erstmal ausprobiert und dass das Ganze so relativ gut läuft, wie es jetzt ist, hätte ich auch nicht gedacht. Von daher weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie die Zukunft aussieht, aber was sicher ist, dass die Zukunft so gestaltet wird, wie ihr das auch wollt. Also ich möchte mich da auch gerne ein bisschen nach euch richten. Deshalb ist meine Frage an dich, beziehungsweise an alle, die das Video sehen: Was wünscht ihr euch in Zukunft auf meinem Channel? Also, was ich mir gerne wünschen würde, ist, also wäre, also was auch ganz viele von euch interessiert, glaube ich, ob du auch mal Let's Playen würdest. Also, deine Commentaries sind gut und du bist auch ein guter Kommentator, aber viele fragen sich auch, ja okay, Let's Play der auch mal irgendwann, ja. Alter, das kann ich noch gar nicht so genau sagen, weil ich mir darüber eigentlich noch gar keinen Kopf gemacht habe, ob ich das machen möchte. Wenn natürlich die Anfrage danach da ist, kann ich das mir mal überlegen, ob ich das mache. Und wie gesagt, so genau weiß ich auch noch nicht, was kommen wird. Ich habe zwar so ein paar Gedanken, die ich vielleicht umsetzen möchte. Auf jeden Fall sollten es halt weiter die Commentaries, Live-Commentaries und Montagen sein, die ich machen möchte. Und bei dem Rest dürft ihr eigentlich mitentscheiden. Und wie gesagt, es ist mir auch immer wichtig, dass ihr immer mal einen Kommentar da lasst, dass ich halt weiß, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt und was ihr vielleicht in der Zukunft sehen wollt. Okay. Meine nächste Frage wäre, wie lange du schon auf YouTube bist und snipest, also Xbox spielst? Ja, also ich habe eigentlich vor 5 Monaten, müssten es jetzt sein, habe ich angefangen Xbox zu spielen und halt ein Black Ops 2 das erste Mal einen Online-Shooter gespielt, war halt davor mehr so der Rollenspieler und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und ja, es war eigentlich so, dass ich mit Freunden gezockt habe und die meinten, ich kann das relativ gut. Soll doch mal überlegen, ob ich nicht da ein YouTube-Projekt dazu noch machen möchte. Und dann habe ich das eigentlich angefangen. Das waren so vor circa 2 Monate, wo ich mich da angemeldet habe, meinen Kanal erstellt habe. Dann habe ich circa 1 Monat lang ausprobiert, wie ich die Videos render und ja, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Und betreibe den Kanal jetzt eigentlich seit circa 1 Monat aktiv. Okay. Und die nächste Frage wäre, wie findest du, entwickelt sich dein Kanal, also mit den Abos und Likes und Kommentaren? Ja, also dazu muss ich sagen, freue ich mich eigentlich richtig, dass ihr da auch so aktiv seid, weil ich finde, dass der Kanal dafür, dass ich erst angefangen habe und noch so ein kleiner YouTuber bin, läuft das Ganze ziemlich gut. Und wie gesagt, ich bin da halt auch offen für Kritik, Kommentare, wie gesagt, man kann da draus plus lernen, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden, so wie mein Kanal läuft und ich hoffe, dass es auch weiterhin so laufen wird. Okay, und was hast du in Zukunft vor so auf YouTube?
Ja, also wie ich das gerade erwähnt hatte, was genau in Zukunft kommen wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall das, was ich bis jetzt gemacht habe, soll auch weiterhin Bestandteil bleiben. Also die Commentaries, Live-Commentaries und natürlich die Montagen, weil die mir echt viel Spaß machen, auch wenn es viel Arbeit ist. Ansonsten habt ihr da eigentlich so ein bisschen Mitspracherecht. Schreibt es mal halt in die Kommentare, was ihr gern mal sehen wollt oder was euch interessiert. Auch vielleicht an irgendwelche Themen, wo ich drüber mal labern soll. Und ja, ich denke, so sieht da meine Zukunft aus, weil jetzt ein richtiges Konzept habe ich noch nicht, weil ich auch nie gedacht hätte, dass es für einen Monat so gut schon eigentlich läuft. Okay. Ja, das war's eigentlich mit meinen Fragen. Hättest du noch Fragen an mich über deinen Kanal oder so? Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar, was gefällt dir eigentlich an meinem Kanal so gut, dass du halt mir immer noch treu bleibst? Also, mir gefällt sehr an deinem Kanal, dass du meist eigentlich gute Laune hast. Du bringst gute Commentaries, du snipest gut. Ich finde es einfach gut, dass du hier, also ich war ja der erste Abonnent von dir, der dich auf Xbox angeschrieben hat, und ich finde es einfach gut, dass du sofort darauf reagiert hast, weil es gibt ja auch viele YouTuber, die würden dann einfach die Nachricht löschen und denen wäre das scheißegal. Nee, ich lass die nicht mit mir zocken, ich bin YouTuber, ich bin Fame. Nein, du hast sofort darauf geachtet und mich sofort dann angeschrieben. Du bist sehr gut auf YouTube, also ich gebe dir auch auf jedes Video eigentlich ein Like, weil ich alle deine Videos mag. Und ja, du bringst auch häufig Videos und deine Montages sind auch sehr super. Ja, also das ist auch eigentlich mein Hauptpunkt und zwar, ich möchte halt mit den Abonnenten das zusammen betreiben, weil ihr seid halt der ausschlaggebende Punkt und bestimmt, wohin das Ganze immer mal gehen wird. Deshalb mache ich auch gern mal sowas, wie wir es jetzt machen. Also könnt mich immer gern anschreiben, ich zock auch gern mal mit anderen ein paar Runden oder so, ist überhaupt kein Problem. Und ich denke, das soll es auch gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt da draußen, könnt ihr es mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Werde natürlich auf jede Frage antworten. Ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Almas.